So. Doch, das wird reichen, oder? Eine Konsole. Kommt dahin. Und wichtig natürlich ist... Oh, wir kriegen keinen Aktenschrank. Oh, das ist jetzt aber... Puh. Ob ich damit umgehen kann? Okay, lässt sich nur so drehen. Ja, dann... Das wird schon gehen. Dann mache ich dafür hier wieder eine Pflanze hin. Wir brauchen bald einen neuen Hausmeister, glaube ich, wenn das weiter so geht. Und natürlich einen Abfalleimer. Den Leuchtungsklingen, die brauchen nicht wirklich viel Platz, genau wie die Apotheke. Okay, warte. Ich glaube, das ist okay, oder? Ach, da muss mindestens drei breit sein. Das ist nicht okay. Das ist nicht okay. Aber wir können das natürlich auch so machen, tatsächlich. Ah, das geht natürlich nicht wegen der Tür. Cleveres kleines Spiel. Schade. Hätte ich gerne so gemacht, damit hier nicht alles so richtig, ne, da kann man hier vielleicht noch eine Bank hinsetzen oder sonst irgendwas. Ja. Das wäre schön gewesen, aber leider gab's Probleme. Warte mal. Na gut, dann machen wir das so. Ich würde dann gerne da hinten noch was an die Wand stellen irgendwie, aber leider haben wir momentan Mülltonne, Desinfektionsspender, Klimaanlage. Wäre irgendwie schön. Na, ich wollte die Blume haben. Gib mir die Blume! Ja! So, dann können die hier, dann können die hier zugucken, weißt du, aus dem anderen Zimmer. Kann ich dafür vielleicht einfach das Zimmer... Machen wir einfach so, ne? Dann haben wir hier noch ein bisschen mehr Platz. Wir brauchen da 3x3, reicht locker für das Ding. Okay, da kann man da vielleicht noch eine Bank hinmachen oder sonst irgendwas. Da müssen die nicht alle vorne warten. So. Dann machen wir hier auch noch eine Bank hin. Auch eine Pflanze natürlich. So. Und ein Broschürenständer und theoretisch kann man dann hier auch nochmal Getränkeautomat und einen Snackautomat hier nochmal in die Ecke. So, erlaubt es, was Kohle bringt, Freunde. Oder? Dann sieht es ein bisschen, guck mal, sieht auch ein bisschen wohnlicher aus dann. Da hinten können wir auch noch eine Bank hinbrachen. Momentan warten die natürlich, alle, die da rein wollen, warten natürlich hier. Wir können die Bänke conveniently auch hier vor verschieben. Vielleicht gar nicht so schlecht. Müssen wir mal gucken. Und dann können wir hier vielleicht später noch... Hier können wir später noch ein Behandlungszimmer oder irgendwas machen. Und dann machen wir die Bänke dahin. Wenn wir den Platz brauchen. Momentan sieht es noch nicht so aus, aber wir können noch ein bisschen umdekorieren. Ne? Also das geht alles. Ist alles kein Hexenwerk, Freunde. Oh, wir brauchen noch einen Arzt. Ein Arzt. So, ich gucke jetzt lieber vorsichtshalber immer Details. Die Entleuchtungsklinik heilt Patienten, die unter helles Köpfchen leiden. Die Maschine schraubt ihre Glühbirnen ab und ersetzt sie mit einer Prothese aus einem 3D-Drucker. Der neue Kopf ist zwar komplett nutzlos, sieht aber immerhin halbwegs ansprechend aus. Um die Heilungsraten zu verbessern, wirst du Upgrades für die Maschine benötigen, weise der Klinik aus dem einen Arzt zu, der in erweiterten Behandlungstechniken. Oh, ho, 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 ho. Jetzt ein Assistenten. Was ist das? Allgemeinmedizinische Diagnose, Zufriedenheit, die Behandlungskompetenz in erweiterten Behandlungstechniken. Das ist Diagnose alles in erweiterten Behandlungstechniken. Ich weiß nicht genau, ob eins davon motiviert, will mehr Geld, wird von Kindersicherung ausgebremst, hat Potenzial, kann alles auf die lange Bank schieben, sogar sich selbst. Aber das ist mir ehrlich gesagt zu teuer für die Station. Hat eine dunkle Seite, hat nur Stromkopf, übergibt sich beim Aufprall.
Guck mal hier. Hat ein erhöhtes, hat hohe Gehaltsvorstellungen. Okay, ich stelle den erstmal ein, mal gucken. Wir können ihn ja später immer noch rauskicken. Ich hoffe. Ah, schön dunkel das Zimmer. So, da kommt die nächste Birne. Berti Gold. Muss ich leider mal mitverfolgen jetzt hier. Au, 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 au. Ah, aua. Das ist so doof. Das ist... Was? Oh nein. Oh. Behandlung fehlgeschlagen. Oh. Stirbt. Erfolgschance war 88%. Oh nein. 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 And face-eating clowns. Und weg. It's a parfait day at the circus for everyone. More two-point. This is two-point radio. Wir werden einen Hausmeister mit einer Geisterjägerausbildung brauchen. Patiententod. Traurige Neuigkeiten. Unser erster Patient ist gestorben. Patienten können sterben, wenn eine Behandlung nicht anschlägt oder wenn sie zu lange warten müssen und sich ihr Gesundheitszustand verschlechtert. Der Tod eines Patienten ist schlecht für den Ruf des Krankenhauses. Klar, das ist auch das einzige Problem. Außerdem kann es passieren, dass der Geist des verstorbenen Patienten das Krankenhaus heimsucht. Wenn das passiert, werden wir einen Hausmeister mit einer Geisterjägerausbildung benötigen. Okay, Geister. Wenn ein Patient stirbt, bleibt manchmal ein Teil von ihm zurück. Traurigerweise der furchterregendste Teil. Das kann für jene von uns, die noch an ihrem Leben festhalten, eine ziemlich erschreckende Erfahrung sein. Außerdem sind Gespenster ziemlich schmuddelige Quälgeister. Sie hinterlassen nämlich eine Spur aus Ektoplasma. Sie haben außerdem die Angewohnheit, sich aufzulösen und dann anderswo wieder aufzutauchen. Wen rufst du an? Natürlich ein Hausmeister mit einer Ghostbusters-Ausbildung. Leute mit dieser Qualifikation sind mit den modernsten autopsychischen Geisterjäger-Technologien vertraut. In Zukunft gelingt es uns vielleicht sogar, geistige Materie für unser Forschungsteam zu gewinnen. Okay. Ein Hausmeister. Wir brauchen, glaube ich, sowieso langsam einen zweiten. Mechanik. Instandhaltung. Bereit für Weiterbildung. Hält rote Marmeladen für überbewertet. Hält das Leben für eine romantische Komödie. Wird ganz plötzlich von Schlaf übermannt. Grantig hat das eigentlich. Ja, wir haben momentan keinen Ghostbuster. Oh. Stationsverwaltung. Okay. Kostet 32.000. Ich würde den sogar direkt vor unser Krankenhaus einstellen. Behandlungskompetenz und hier plus 20, plus 20, plus 20. Okay, also der räumt, glaube ich, alles auf hier, ne? Unhygienisch, lustig, will mehr Geld. Okay, teuer. Wäsch dir nicht die Hände. Okay, ja, lass mal gucken. Melinda sucht nach Arbeit, aber nicht bei uns. Ich finanziere die Butler-Ausbildung meines Onkels. Weißt du, wie viel das kostet? Ich auch nicht, ich sollte mal nachsehen. Okay, ciao. So, hat zwar schon viele Leute geheilt, aber ganz ehrlich, das ist natürlich ein Geschenk für die. Aber ich bin mir nicht sicher. Kann ich hier eine Ghostbusters-Ausbildung finanzieren? Pause einlegen. Aufheben. Gehalt prüfen. Jobs. Hat gerade Angst. Hat Angst vor Geistern. Das ist nicht gut. Oh. Okay, ein Patient haben wir aber geheilt gerade mit hellem Köpfchen. Wir brauchen neue Hausmeister. Wir brauchen... Oh, okay. Na gut, Instandhaltung. Und hier... An Geräten Upgrades. So, schläft zufällig ab und zu ein. Das passiert bestimmt wirklich, oder? Also, ever you have found yourself at a loss as to the correct usage of the English language, you may enjoy my popular guide to good grammar. A public service I perform with no shortage of humility. So. I would do one to proper enunciation as well, but I fear your underdeveloped vocal abilities would make this quite impossible. Oh,
Haut der Geist auch wieder ab oder bleibt jetzt für immer? Ist jetzt weg, kommt aber bestimmt wieder, oder? Da ist er wieder. Okay, wir brauchen... Shit. Ghostbuster. Who you gonna call Ghostbuster? Wir verdienen übrigens Geld, sehr gut. So, wir brauchen noch eine Arztpraxis, sehe ich gerade. Das mache ich mal eben. Wenn wir sowieso keinen Ghostbusters kriegen, eine Arztpraxis hier. Zack. So. Ich mache nochmal Pause. So. Stelle zwei Ärzte ein, zwei Krankenpfleger. Das haben wir erledigt. Ich mache dann hier nochmal. Zack. So. Ist ein kleineres Zimmer jetzt. Ist das richtig rum? Nee, ne? Nein. Schon wieder falsch rum. So. Wichtig, der Aktenschrank. Ganz wichtig. So, und jetzt, Abfalleimer geht natürlich auch immer. So, Feuerlösche. Pflanze natürlich, klar. So. Gut, das sollte eigentlich reichen. Dafür brauchen wir noch einen Arzt. Oh, jetzt haben wir... Nee, haben wir nicht. Wir brauchen jetzt eh noch einen Arzt einstellen. Oh, nein, 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 nein. Zimmer ist fertig. Flumps. So, eine höhere Krankenhausstufe. Ich freue mich sehr. Und jetzt brauchen wir aber trotzdem noch einen Arzt dafür. Ja, wir kriegen keinen Ghostbusters. Wir kriegen keinen Ghostbusters-Hausmeister hier. Nice. Kommt ein bisschen zu spät. Fachärztin. Okay, wir haben hier... Oh, Branwenstuss. Zufriedenheit. Aber kostet immer so viel, immer. Diagnosekompetenz. Diagnosekompetenz ist natürlich schon geil. Aber ich meine, das reicht ja auch erstmal, oder? Guck mal hier, die Zufriedenheit. Ich glaube... Jagd im Park Tieren inspiriert andere Menschen. Guck mal. Das kann ja so schlecht nicht sein. So. Dann haben wir jetzt direkt zwei... Okay, helles Köpfchen haben wir zwei Leute befreit. Wir haben immer noch keinen Ghostbusters-Arzt. Kein Ghostbusters Hausmeister. Oh, was hat er denn für eine Krankheit? Ach, die Ärztin macht gerade Pause. Glaube ich. Macht Pause. Für 17 Tage. Aber gut, wir haben jetzt ja den anderen Arzt. Das heißt, momentan sind wir auch nicht überlaufen. Also alles gut. Lass sie ruhig mal Pause machen. I have only one word to say to you today. Ja. Trousers. Was? Trousers. Was? They ought to be worn at all times. They protect against sunburn and knobbly knee syndrome. Nice. Take heed, dear listeners. Cool. Krankenhausruf gestiegen. Ich freue mich. Some patients should be ashamed of their condition. You know who you are. Boah, die Durchsagen, ey. Schämen Sie sich für Ihren Zustand. Schämen Sie sich. Oh, was ist mit ihm? Was hat er denn? Das ist Ratsch Kleinlich. Na, mal gucken, was hat er denn? Aha. Ja, immer noch nicht ganz klar. Oh, 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 sie macht auch gerade Pause. Das ist nicht gut. Das bringt mich natürlich auf den Gedanken, dass wir da vielleicht noch eine Bank brauchen. Objekte. So, hier eine Bank. Und eigentlich auch da. Komm, ich hau da mal eine hin. Lalala. Okay, das passt hier leider nicht hin. So. Pflänzchen passt hier leider auch nicht hin. Da passt genau nur die Bank hin. So, warte. Kann ich das Fenster hier nicht verschieben? Ja. So. Pflanze. Ja, ja, ja. Und dann hier. Naja. Ich mach den dahin. Ich denke, das ist okay. Und der Mülleimer da ist eh so ein bisschen deplatziert. Hier passt der auch nirgends hin, natürlich nicht.
Naja. Wie lange wartet er jetzt noch? Klar nicht. Dauer 14, Zustand Dauer 14 Tage. Ah, sie kommt schon wieder. Ich habe momentan Schwierigkeiten. Was? Das ist mir gerade, ja, das ist mir bewusst. Ich merke das schon. So, wir beobachten mal den Ratsch weiterhin. Einfach nur so einen Ablauf im Krankenhaus anschauen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Das kann nicht gesund sein. So, Diagnose benötigt, alles klar, aber jetzt kriegt er eine, oder? Jetzt nochmal kurz hinsetzen. Ja. Oder da hinsetzen, das geht natürlich auch. Was ist mit Ratsch? Was ist mit Ratsch, Ratsch, Ratsch? So, wurde ins Zimmer gerufen, alles klar. Zustand dauern 29 Tage. Der ist schon seit 29 Tagen hier. So, WC-Warzen. Was? Diagnosesicherheit ist aber auf 100%. Er geht zur Apotheke. Gegen WC-Warzen haben wir ja was. Da gibt es ja auch was von Ratiopharm. Okay, der Geist ist, glaube ich, inzwischen auch schon weg. Huch. Nanu? Geschätzter Krankenhausleiter, Ein-Sterne-Krankenhaus, ja! Glückwunsch, dein Krankenhaus wurde vom Gesundheitsministerium von Two Point mit einem Stern, also einem von maximal 3 Sternen, bewertet. Ich habe zur Feier des Tages deine Akte aus meinem Mülleimer gerettet. Schön. Baue dein Unternehmen Hogsport weiter aus, um hier noch mehr Ruhm, Reichtum und Schnickschnack zu ernten. Wenn du es eilig mit der Expansion hast, kannst du auch ein neues Krankenhaus in Lower Bullocks eröffnen. Du hast ganz allein die Wahl. Mit wohlriechenden Grüßen, Tarquin Foxbridge, Gesundheitsminister. Freigeschaltet, Krankenhaus in Lower Bullocks, Poster Erleuchtung. Und cool, da schauen wir auch 100 Punkte. Ich fahre erstmal fort, wir wechseln das Krankenhaus bald. Noch ein bisschen hier ausbauen. 20 Patienten und Ruf erhöht sich. Schon gewusst, durch die Platzierung von Pflanzen und dekorativen Objekten wird das Krankenhaus attraktiver. Das hält Patienten und Personal bei Laune. Okay, großartig, danke dir. Bist ein super Typ. Dank der höheren Sternebewertung des Krankenhauses hat unsere Organisation einen ganzen Haufen Kohle verteilt. Damit kannst du Objekte für uns... So. Ansehen. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen beim Gesundheitspreis des Two Point County, den jährlichen Auszeichnungen des Krankenhaus Awards. Und für Sie heute am Mikrofon Joshua Manzleder. Ich habe keine Ahnung. Wir öffnen den ersten Umschlag. Wer könnte gewonnen haben? In welcher Kategorie? Oh, und die Auszeichnung Arzt des Jahres geht an Dr. Elvira Malafor. $5,000, 5 Kudosch und irgendwas. Der nächste Umschlag bitte. Und gewonnen in der Kategorie Krankenpfleger des Jahres hat Denise Gorg. Unfassbar. Und 3 Rufpunkte. Ah, es sind Träumchen. Und weiter geht's. Die nächste Auszeichnung geht an, Sie glauben es noch gar nicht, Hausmeister des Jahres ist Holistics. Was? Was? Das Hausmeister des Jahres Holistics war nicht bei uns, leider. Wen haben wir denn noch? Der Assistent des Jahres an Bangel Meditech. Leider auch nicht wir. Schade, wir haben 2 Auszeichnungen bekommen. Und natürlich der Arbeitgeber des Jahres an Hogsport. Yeah, Arbeitgeber des Jahres. Woo! Oh, keine Todesfälle? Nun, ja, das ist ja keine Todesfälle. Geht an Jumbo Megacorp. Ja, schade. Das sind nicht wir. Und das Krankenhaus mit dem höchsten Prestige. Sie ahnen es bereits. Es muss natürlich... Was? Was? Das ist wohl ein Fehler. Das ist wohl ein Fehler. Und der Patientenpreis für das beliebteste Krankenhaus geht an. Ja! Was? Die Orbi-Stift? Ach, leck mich doch mal. Naja, 3 Preise immerhin für unser erstes Krankenhaus. Nicht das Schlechteste. Ich freue mich natürlich trotzdem. Okay. Bestenlisten. Wert des Krankenhauses. Gregor. Das ist übrigens der Steam-Account. Das Steam, was hier gerade läuft. Gregor heißt mein geheimer Steam. Der ist überhaupt nicht geheim. Das ist einfach ein angelegter Steam-Account für das Spiel. So, jährlicher Gewinn.
Ja, gut, gegen die Alteingesessenen haben wir natürlich keine Chance. Jährlich Gehalt 20, naja, Personalstimmung, aber immerhin. Ne, dafür schon gut. Der Ruf, durch den Tod vielleicht ein bisschen gelitten. Heilungsrate ist aber erstaunlich gut. Aber Jumbo Megacorp ist natürlich überall auf Platz 1. Finanzen. Ja, das sieht doch gut aus. Das sieht gut aus. Die Ausgaben sind gestiegen, aber die Einnahmen auch natürlich umso mehr. Und das, obwohl wir die teuren Ärzte auch angestellt haben. Und hier Gewinn, Verlust, pipapo, hoch, runter, links, rechts, geradeaus. Stromrechnung. Eine Diagnose, 10.000 erfolgreich. Da gab es nochmal $10.000, okay. Ja, läuft. Keine Kredite. Personal. Alle relativ happy. Was ist das hier? Was ist denn das Rote? Personalstand. Personalstimmung. Und Personalenergie. Super. Gehaltszufriedenheit. Auch. Weiterbildung. Naja, Beförderung gab es eine. Personalrang auch sehr schön. Also muss man sagen, für unsere erste Runde gar nicht so schlecht. Ausstattungslevel. Naja. Das durchschnittliche Prestige aller Zimmer im Krankenhaus. Ich konnte aber momentan noch nichts machen, tatsächlich. Pausenrichtlinie. Schieber für Pausenrichtlinie. Okay. Oh, okay. Kann ich selber verschieben. Cool. Traue ich mich nicht. Patienten. Ach, guck mal hier. Der Ruf bei Patienten. Jipp, astronomisch. Besucher steigt langsam an. Wie gesagt, wir haben ja gerade erst angefangen. Und der Ruf, wir bauen es uns langsam auf. Lange Schlangen, 0 Personen. Warnung über lange Schlangen, 0. Patienten, die gleich abhauen, 0. Alles gut. Heilungsrate, bams. Also läuft. Protokoll. Okay, das ist ein... Okay. Monatlich verkauft, Bank gekauft, Broschürenständer. Wir haben hier echt über alles, gibt's hier Protokoll. Wow. Zielbesichtigung erfolgreich, Aufnahme gekauft. Wow. Okay. Brian Gold von diesem Dog, ja, fehlgeschlagen. Okay, Ruf geht runter, deswegen... Das heißt, wir können genau gucken, wer ist rufschädigend für uns. Entleuchtung. Brangelin Tastelio ist verstorben. Das ist natürlich für den Ruf. Das geht nicht. Das ist einfach. Sterben ist einfach. Das geht. Sterben ist schlecht für den Ruf. Wir nehmen nur noch Patienten auf, die nicht sterben. So machen wir das nämlich. Denise Gorg schon wieder eine Fehlbehandlung. Also da müssen wir wirklich mal. Ne? Müssen wir im Auge behalten. Da-da-da-bam. So, wir bleiben noch mal ein bisschen hier und wir können jetzt... Was ist das? Ah ja, zurück zur Karte, ein neues Level. Aber ich will nicht sofort wechseln, wenn ich ehrlich bin. Objekte. Poster, Erleuchtung. Krankenhaus, aha, na gut. Können wir das überall hinhängen? So, hier hin. Ungültige Wandplatzierung. Momentan können wir eh noch nicht mehr aufhängen. So, ich hänge das einfach mal überall hin. Wahrscheinlich kann man das dann nicht mehr sehen einfach, weil es überall hängt. Hinter den Automaten, mir egal. So. Wir haben momentan leider noch kein anderes Bild. So. Ja. So, das ist Pop-Art, ja, das muss so. Okay, und hier auch nochmal. Wie ich hier einfach künstlich alles versuche in die Höhe zu schießen. Aber gut. Violette Bank, silberne Bank. Sommelier over the Rainbow. Today featuring a bottle of 2009 Pale Toad. This charmless Chardonnay is as insipid a wine as I've ever spat out. It has a foul nose hinting at leftover baked beans. As for the taste, well, I would rather lick an actual toad than drink another glass. Okay.